Einen rasanten Zuwachs an Kunden, vornehmlich weiblichen Geschlechts, vermeldet der Handy-Discounter Yes. Offenbar aufgrund eines aktuellen Fernsehwerbespots, in dem Hollywood-Star George Clooney den Vibrationsalarm seines Mobiltelefons in einer Liebesszene zweckentfremdet und seine Gespielin die Worte Yes! Ach, yes! Ach, ruft, stiegen die Verkaufszahlen um rund 400%. Yes plant nun weitere Werbespots, in denen auch Brad Pitt vorkommen soll. Für die männliche Zielgruppe plant Yes die Entwicklung eines Vibrationshandys in Röhrenform und einen Spot mit Mila Jovovich. Und die katholische Kirche plant eine neue Kampagne gegen außerehelichen Sex. Laut Kircheninsidern sollen die für Aufsehen sorgenden Werbespots von Yes mit Priestern und Ministranten nachgestellt werden. Auch wenn derzeit noch völlig unklar ist, wie sich ein solcher Spot positiv auf das kirchlich gewollte Sexualleben erst nach der Ehe auswirken soll, haben sich bereits 1200 Priester zu einem Probedreh gemeldet. Aufgrund des großen Andrangs plant der Vatikan nun ein Ausscheidungs-Gangbang mit dem Salzburger Weihbischof Laun liegend auf dem Altar, untermalt von den nackten Wiener Sängerknaben, um die priesterlichen Werbespot-Anwärter bei Stange zu halten. Und nun zum Wetter.